Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Il Signore Dio disse: Non è bene che l'uomo sia solo. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht. Avendo adunque il Signore Dio formati dalla terra tutti gli animali terrestri e tutti gli uccelli dell'aria, li condusse dall'uomo perché egli vedesse il nome da darsi ad essi. Ed ognuno dei nomi che l'uomo diede agli animali viventi è il vero nome di essi. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er von Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie den Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Beine und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Mandò adunque il Signore Dio all'uomo un profondo sonno, e mentre egli era addormentato, gli tolse una delle sue costole e mise in luogo di essa della carne. E della costola che aveva tolto all'uomo ne fabbricò il Signore Dio una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse: Questa volta essa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau. Und sie werden ein Fleisch. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. E l'uno e l'altra, l'uomo e la sua donna, erano ignudi e non ne avevano vergogna.